Hallo Leute, willkommen zurück. Holy shit. Ich bin mit meiner Stimme los. Willkommen zurück zu einer weiteren Isaac Afterbirth Plus. Wir werden heute mal Folgendes machen. Und zwar habe ich mir überlegt, wir spielen heute mal entweder Blaue Baby oder Eve. Wir sind auf einer Winstreak minus 5. Ich glaube, ich habe aber mehr Bock auf Eve. Deswegen werden wir mal Eve spielen. Eve haben wir ja letzter Zeit auch mal versucht, im Dings zu spielen. Im Greed Mode. Ja, im Greedier Mode, eher gesagt. Hat aber nicht ganz so gut geklappt. Da bin ich wieder ein bisschen salzig, ne? Salz, Leute. Salz. Gute alte Salz. Sack of Pennies, das ist okay. Haut mich jetzt nicht um, bin ich ehrlich. Aber ist okay. Nehmen wir mal ein Blaues. Das ist der Klassiker, oder? Ich muss sagen, ich finde das Razorblade eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Ich frage mich ja ehrlich gesagt immer noch, warum Eve der einzige Charakter ist, der mit drei Items starten darf. Ich glaube, es ist der einzige, oder? Lass mich kurz überlegen. Ja, ich glaube schon. Hall of Babylon, der Deadbird und halt, bin gleich tot. Ja, passt. Der Razorblade, ne? Und das habe ich mich schon immer gefragt, warum das bei Eve so ist, ne? Warum Eve als einziger Charakter drei Items besitzen darf und alle anderen halt nicht, ne? Ist ein bisschen komisch. Aber naja. Dieser Raum ist auch Cancer des Todes, Alter, wirklich. Allein wegen diesen Viechern hier. Vor allem, die können ja einen einquetschen, ne? Und dann kann man, wenn man Pech hat, verrecken da dran. Also, verrecken da dran, weil die Schüsse der Gegner kommen. Alter, wirklich. Könnt ihr euch verpissen, ihr Drecksviecher? Geht das? Geht das? Oh, schlimm. So, wir gehen nochmal kurz zurück. Wir müssen nochmal kurz hier den, die Kiste aufmachen. Ne? Oh. Irgendwie bin ich noch so, ich weiß nicht, ich will nicht sagen verschlafen, aber irgendwie so, irgendwie so, versteht ihr, was ich meine? Wir gucken, glaube ich, nochmal hier in den Shop rein. Man weiß ja nie, für 7 Mal Münzen könnte auch ein Ei. Das goldene Schatzraum-Item. Das würde ich eigentlich schon gerne mitnehmen, weil dann haben wir nämlich immer die Wahl zwischen zwei Schatzraum-Items, ne? Ab sofort. Ja. Ich muss sagen, was ich ein bisschen schade finde, ist bei den ganzen neuen Items, die man freischaltet, ne? Das sind fast alles Items, die man nur bekommt, wenn man ein Teufelsziel eingeht oder einen Engelsraum betritt. Und das finde ich ein bisschen schade. Weil, ich meine, es gibt ja auch Items, die jetzt nicht so geil sind, ne, die man neu freischaltet, die jetzt vielleicht nicht so der Überburner sind. Klar gibt es auch super geile Items, aber es gibt auch Items, wo du dir denkst so, ist okay, aber haut mich jetzt auch nicht vom Hocker, ne? Ich frage mich gerade, wo die Bombe sein könnte, der Secret-Raum. Denn ich bräuchte 6 Münzen. Und 6 Münzen ist echt heftig. Ich bin gerade am überlegen, ob ich die Bombe hierfür benutze oder ich krieg vielleicht noch eine weitere. Okay, der hat mich getroffen. Warum auch immer. Ich hoffe, dass der Secret-Raum, der kann nicht hier sein. Komm schon, gib mir eine Bombe, bitte. Ah, ja, sad. Sad, sad, sad. Sad, motherfucker, sad. Ha. Da kriegen wir jetzt echt das Item nicht, ne? Boah. Feels bad. Feels motherfucking bad. Okay. Aber wir haben ein Damage-Up und ein AP-Upgrade. Das ist schon okay. Ich benutze das eigentlich immer ganz gerne hier, das Razorblade. Übrigens, wenn man das Razorblade benutzt, kriegt man zwar Rotherzschaden, aber man bekommt kein Teufelsstil gestrichen dadurch, ne? Also braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr dadurch kein Teufelsstil oder so bekommt. Und auch wenn ihr blaue Herzen einsammelt, werden immer zuerst die roten gestrichen. Das ist eigentlich ziemlich cool, ne? Es gibt ja ein Item, oder es gibt ja einige Items, die nur funktionieren, wenn du halt wenige rote Herzen hast oder gar keine, ne? Wie zum Beispiel Hall of Babylon oder die blauen Kronen, ne? Die funktionieren ja zum Beispiel auch nur, wenn du nur ein rotes Herz hast, glaube ich. Und da ist das Razorblade halt sehr cool, ne? Weil du halt gleichzeitig Damage buffst,
den Hof Babylon-Effekt triggerst und zusätzlich noch dieses Item dann aus. Oh, ich krieg jetzt. Nee, krieg ich nicht. Okay. Da muss man immer sehr schnell sein, ne? Der Sack of Pennies ist eigentlich gar nicht so scheiße, ne? Weil du halt immer wieder einen Penny bekommst, ne? Manchmal ist das auch ein guter. Jetzt haben wir Bombsar Key. Echt jetzt? Ach, come on, ey. Das ist doch richtig scheiße. Jetzt haben wir keinen Schatzraum. Oh, come on. Come fucking on. Das ist nicht wahr. Oh. Sag nicht, jetzt kriegen wir nicht mal den Schatzraum. Oh, wir brauchen wenigstens einen Schlüssel. Komm schon. Ein Schlüssel muss drin sein. Komm schon. Oh. Ich brauche wenigstens einen Schlüssel. Come on. Fuck it, Alter. Richtig fuck it. Wir haben schon eigentlich relativ viel Damage, ne? 6,2. Das ist schon ordentlich, ne? Dann dazu noch das blaue Herz. Das ist schon ganz cool. Bitte ein Schlüssel. Ja! Ja, 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 ja! Aber guck mal, ne, so ohne das Ding, ne, ohne Horde Babylon sind wir nur noch bei 3, ne? Das ist also, Horde Babylon ist ein super krasses Item, das braucht man definitiv. Lass uns mal kurz gucken, ob wir hier irgendwo den Secret-Raum finden. Hier vielleicht? Ne. Ich überlege gerade, der könnte hier nebenan sein. Hier könnte der sein. Ich glaube, hier ist der auch. Oder hier. Ja. Ha. Haha. Das ist so typisch, ne? Immer wenn ich das aufspringe, kriege ich nichts, ne? Gut, wir haben das Problem, wir können jetzt in den Schatzraum gehen oder in den Shop. Wenn wir in den Shop gehen, haben wir folgendes Problem. Wenn da kein Schlüssel ist, sind wir gefickt. Das ist echt scheiße. Kacke. Ja gut, das ist unlucky. Das war ein Risiko wert, also ich weiß nicht. Oft ist in einem Shop echt ein Schlüssel, also... So, wir machen das mal so. Der Haunt, ne? Letztes Mal ist mir nicht eingefallen, wie der Boss hieß, Alter. Das hat mich auch gewundert, ey. Ist das nicht der Spacko? Ja. Das ist der Spacko-Haunt, Alter, der immer so komisch rumballert. So, was haben wir hier? Oh, nice. Oh, sehr nice. Oh, sehr nice. Warte mal. Das ist die Black Crown. Die haben wir letztes Mal freigeschaltet. Ich glaube, die geht nur, wenn wir mindestens ein rotes Herz noch haben, oder? Black Crown. Die haben wir doch letztes Mal freigeschaltet. Wo ist die denn? Heißt die nicht Crown? Da. Dark Princess, ja. One red, full red heart of health. 1,5 Range Up, 0,7 Tiers Up und 0,2 Shot Speed Up. Hm. Ist halt nicht schlecht, aber dafür zwei Herzen zu opfern, ich weiß nicht. 0,7 Tiers Up? Ich weiß nicht, Leute. Das Item ist nicht schlecht. Ach komm, wir nehmen es mal mit. Wir nehmen es mal mit, ne? Bei Eve haben wir das Gute, wir brauchen eh nur ein Herz, um Dings zu triggern. Um das Item zu triggern hier, auf Babylon. Bei allen anderen Charakteren ist es ja immer ein bisschen anders, ne? Da brauchst du ja ein halbes Herz oder gar keins. Aber gar keins können wir jetzt auch nicht machen, ne? Weil dann haben wir ja kein Dings mehr, kein die Crown nicht mehr. Das wäre ein bisschen sad irgendwie. Das wäre ein bisschen Saat. Lol. Wurden die dann gerade so weggehauen? Aber ich finde auch, ehrlich gesagt, ist das ein Item, was... ich meine, das haben wir bekommen, als wir den Greedier Mode, glaube ich, geschafft haben. Oder, ja, den Greedier Mode. Oder die Void Zone. Ne, ich glaube, die Void Zone mit Azazel war das, glaube ich, ne? Finde ich, ehrlich gesagt, echt ziemlich schwacho, ne? Ich meine, die Void Zone ist jetzt nicht so ein super leichter Run.
Und dieses Item hat erstmal eine Voraussetzung, ne? Du musst halt mindestens nur, darfst nur ein rotes Herz haben. Oder das muss voll sein, ne? Es darf auch nicht halbiert sein oder sonst irgendwas. Und das finde ich schon wieder ein bisschen kacke, ne? Da finde ich schon wieder ein bisschen AIDS, so, weil. Ich meine, das ist ein Item, was wir freigeschaltet haben, indem wir einen super schwierigen Run gemacht haben. Und dann hat es trotzdem noch eine Bedingung, die, naja, ich sag mal jetzt nicht so geil ist, ne? Weil gerade wenn du auf das Polaroid gehst, dann willst du ja immer versuchen, gar kein Herz zu haben. Und wenn du gar kein Herz hast, dann triggert dieses Item zum Beispiel auch nicht, ne? Dann kriegst du dieses Item nicht getriggert. Das heißt, du kriegst halt kein, ja, du kriegst halt kein, Tiers-Upgrade, ne? Und du kannst damit auch nicht über das Softcap hinaus, ne? Das heißt, 5 ist da das Cap. Du kannst nicht mit diesem Item über das Softcap. Und das ist ein bisschen scheiße. Es gibt ja Items, die kommen da drüber, ne? Hatten wir ja schon ein paar Mal. Ne, diese Aura zum Beispiel, die sich immer ändert, wenn du getroffen wirst. Die kommt ja zum Beispiel da drüber. Ja, wir haben keinen Schlüssel. Das ist auch sehr schön. Es wäre cool, wäre das Item wirklich, wenn das noch Damage geben würde. Weiß nicht, ein Damage-Multiplier oder so. Weißt du, dann wäre das richtig nice. Weil dann hätte es eine Voraussetzung, die halt okay ist, ne? Sammle ein Herz oder hab ein rotes Herz. Aber dann hätte das immer noch die immer noch den Bonus halt, du hast halt zusätzlich noch ein Damage-Upgrade. Ja. Das war richtig schlau. Porik, das war 10 out of 10, Alter. Das war wirklich so eine Situation, wo ich mir denke, du hast es auf jeden Fall drauf. Naja, gut. Machen wir uns nichts draus. Wir brauchen noch einen Schlüssel, ne? Keine Ahnung, ohne Schlüssel ist hier nicht so gut Kirschen essen. Das ist ziemlich kacke. Wir haben nur noch einen Raum. Na super. Na super. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier keinen kriegen. Ich weiß, man sollte nicht von vornherein darauf auf. Oh, okay. Ich habe nichts gesagt, Leute. Ich habe nichts gesagt. Machen wir das jetzt wieder so? Ich weiß nicht. Oh, der Luckfood. Der ist okay. Der macht die Pillen, glaube ich. Ist das eigentlich noch. Also, es ist ja so, dass er keine negativen Pillen mehr macht. Aber. Können wir da mal überlegen. Also, früher war das Item halt so richtig geil, ne? Weil du halt mit Kane hat dieses Item ja gehabt. Ich glaube, das ist auch jetzt immer noch so. Und ja, da war das halt so geil, weil du halt nur positive Pilleneffekte hattest, ne? Du hattest nur sowas wie Health Up, Tears Up, Range Up, Speed Up und so, ne? Und jetzt ist es ja so, es gibt ja super viele Pillen, die einfach immer noch zusätzlich drin sind, die das nicht geben, ne? Die zwar keine negativen Effekte sind, aber auch keine positiven. So, warte mal, wir machen mal Folgendes. Ich will mal in den Shop gehen. Ich hoffe, dass wir nicht zu viele Münzen ausgeben müssen für den Schlüssel. Ich hoffe, dass wir überhaupt einen kriegen. Ja, irgendwas ist heute komisch mit meiner Kamera. Das ist echt merkwürdig. Ich sehe heute irgendwie so ein bisschen verkrebst aus. Ja, ich kann direkt wegsprengen. Keine Ahnung, bringt gar nichts. Das bringt gar nichts hier, die Scheiße. Wir können hoffen, dass hier ein Schlüssel drin ist, aber ich glaube, in dem Ding kann auch nur Münzen drin sein. Ja. Kacke. Schade. Wollen wir mal einen Try machen hier? Ich glaube zwar nicht, dass da irgendwas drin ist, aber ja. Bei den Pilzen, da bin ich immer echt so, da will ich eigentlich alles wegsprengen. Weil da echt. Naja, der große Pilz, dieser Magic Mushroom, ist halt super awesome, ne? Der ist halt ziemlich nice. Curse of the Blind ist schon mal echt ein Curse, den ich super geil finde. Das ist schon mal so eine Sache, wo ich mich frage, warum zum Teufel? Warum zum Teufel gibst du mir so einen Curse? Irgendwie kriegen wir auch nur Bomben, ey. Was ist denn da los? So, vorhin haben wir Bomben gebraucht, ne? Ja, nice. Guck mal, das ist ja das erste Mal, dass wir jetzt mal einen ordentlichen Penny bekommen haben, ne? So ein Fünfer. Wisst ihr, was richtig AIDS wäre, wenn der Raum so wäre, dass die Viecher halt nicht normale solche Würmer sind, sondern solche Charge-Würmer? Das wäre halt. Wir kriegen halt echt immer die ganze Zeit Bomben, ne? Ich weiß nicht, wird mit den Bomben, das Item, was wir haben, wird dann auch die Drop-Rate von Bomben erhöhen? Nee, oder? Ah, wir haben zwei Schlüssel, das ist schon mal super nice. Aus der Fackel kommt erstmal ein blaues Herz raus, das ist auch dezent awesome. Ja, wir müssen mal gucken. Wir haben noch nicht so geile Items, ne? Das ist alles so noch. Naja, es ist okay, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, damit können wir auf jeden Fall was reißen, ne? Dann haben wir hier Justice.
the stars. Bring me to the items shop. Was haben wir denn hier? Nein! I don't like epic fetus. Sorry guys, I don't like it. Oh. I fucking don't like it. Oh, ich mag epic fetus echt nicht. Oh, das ist so ein ätzendes Item. Ich weiß, es gibt viel schlechtere Items, aber oh, ich mag dieses Item gar nicht. Ich glaube, die Strafe dafür, dass ich... Alter, was ist mit dem blauen Herzen heute los? Das ist die Strafe dafür, dass ich einfach so ein Greedy Boy bin. Ich hoffe wirklich, wenn das jetzt so eine Steckdose oder so ein Scheiß ist, ne? Red Candle. Okay. Hä? Okay, what the fuck? Wooden Nickel. Das ist ja super, Kappa. The Ladder. Oh Mann, ey. The Bible. Alter, was kriegen wir denn hier für Items? Kriegen wir auch mal ein passives, was nicht aktiv ist? Ah, come on, ey. Ah, ich hasse das so sehr, mit dem Item zu spielen, ne? Ah, come on, ey. Ihr seht ja schon, ne? Schlecht ist das Item nicht, ne? Wir machen ja Damage. Kein Teufelsstil, ist dein fucking Ernst. Und wir kriegen auch noch Crackjacks. Wishbone, make a wish. Was ist denn der Wishbone? Den hatte ich noch nie. Ich schreib mal rein, Wishbone. Da. Every time you take damage, you have a very small chance to spawn a random pedestal item. When the effect triggers, triggered is destroyed. Holy shit, das ist ja überstrong. Heilige Scheiße. Okay. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, ne? Weil wir wollen ja eigentlich zu Voidzone und wir wollen ja Hasch machen. Oh Gott, ey, das ist so ätzend mit diesem Item hier wieder, ey. Oh. Hä? Oh Mann, ey. Ich kann die Leiter benutzen. Yay. Ist ja Wahnsinn. Ich muss mich beeilen. Ja, geil. Ich bring mir selber die Rübe weg. Cool. Ah, ich will das Ding mitnehmen. Ich weiß, die Dimbalb ist nicht schlecht, aber... Ich will das lieber so machen. Vielleicht kriegen wir noch irgendwie ein Pedestal-Item. Chariot. Das war dann andere Perks, ne? Perks. Ah, wir nehmen mal Perks mit. Okay, let's go. Let's go. Das ist ein Raum, ne? Der ist schon echt, ist schon unverschämt eigentlich. Das ist schon echt unverschämt. Muss man sagen.
Ich hätte mich jetzt auch nur dezent geärgert, wenn ich da nicht reingegangen wäre. Okay, weiter geht's. Boah, das ist halt so ätzend, das hält halt so auf, ne? So einen Raum hier würde ich halt easy machen, innerhalb von Sekunden, ey, wirklich. Das ist halt so ätzend, Mann. Aber manchmal kannst du auch alle drei Gegner gleichzeitig wegspringen, ne? Das ist ganz geil, aber... Oh mein Gott, ey, wirklich. Der Butterbean? Der Butterbean? Ach, komm, wir können die mal mitnehmen. Wobei... Ach komm, ist egal. Zwei Minuten haben wir noch. Vielleicht kriegen wir jetzt mal endlich ein Dings. Warum habe ich das gerade gemacht? Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Macht die Kohle überhaupt irgendwas? Ich glaube, das war nur ein Damage-Upgrade für Dings, ne? Hanged Man, Strength, Perks. So, warte mal, guck mal kurz den Lunch angucken hier. Every time you take damage, you have a very small chance to spawn a lunch item, which gives you 1 HP up. Lol, wir haben ja übel die geilen Items jetzt gerade bekommen. Einfach zwei Items, die, wenn wir Damage kriegen, irgendwelche Effekte haben, dass wir Items auf dem Pedestal spawnen. Das ist ja mega nice. Ich hätte gerne direkt den Boss. Hä? Komm. Stirb. Digga. Okay. Hopp. Ach ja. Ach ja, Leute. Ach ja. Transzendenz kann das sein? Nee, wie hieß das denn? Wie hießen denn diese drei Tränen nochmal? Da. Shooting in one direction creates your fire rate until cap is reached. Das ist, glaube ich, mit dem Item hier relativ egal. Ja, das ist mit dem Item relativ egal. Wir müssen uns trotzdem ein bisschen beeilen. Hallo. Ja, cool. Warte mal, der Trinket-Melter. Den habe ich jetzt passiv, richtig? Show your health trinket and give you the effect permanently. Allowing stack up lots of different trinkets. Ja. G to the fucking G. Das ist mal nice, Leute. Das ist mal fucking nice. Wisst ihr, was ich mich jetzt frage? Ist das Item jetzt wirklich weg? Ist das Item wirklich jetzt weg oder nicht?
Das würde mich mal interessieren jetzt. Weil es könnte sein, dass man mit dem Smelter das Item kaputt machen kann. Also, verbacken kann. Boah, Alter, was habe ich denn hier heute? Ich werde ja von jeder Scheiße getroffen. Wir müssen uns trotzdem ein bisschen beeilen, ne? Aber das ist immer, das sagt sich immer so leicht, ne? Und mit dem Ding hier. Ewas. Na gut. Hätten wir theoretisch benutzen können. Alrighty, gib mir jetzt bitte den Boss. Also. Oh Mann, ey. Ja. Keine Ahnung, ob das noch was wird. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir Hasch überhaupt packen. Ich hasse dieses Item, ne? Ich hasse einfach Epic Fetus, wirklich. Ich hasse dieses Item. Das war früher eins meiner Lieblings-Items, ne? Generell auch Fetus. Aber dieses Item ist einfach so... Ich weiß nicht. Ich mag das einfach nicht mehr. Es dauert einfach so lange, jeden Raum zu clearen, ne? Es ist so dumm. Es ist so fucking dumm. Dass die Viecher sogar einen Schuss mit dem Dings aushalten, ne? Das ist auch krass, oder? Das Gute ist, dass wir hier direkt Dings haben. Eine Doppelebene. Das heißt, wenn wir hier den Boss finden, dann RIP. Alrighty. Mal hier, Fool. Schon jetzt schon wieder Boss. Ich will jetzt zum fucking Boss. Danke. Oh Mann, ey, jetzt muss ich echt wieder zurück. Komm. War so klar, dass die mich treffen. Ich wusste das. Ich wusste direkt, dass ich in dem Raum definitiv getroffen werde. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir Hasch schaffen sollen. Echt nicht. Weil wir haben einfach super krass schlechten Damage, ne? Das ist halt...
Klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, wenn ich das so sage, aber ist halt leider so. Oh, also wir müssen echt da unten lang. Oh, come on, ey, das ist doch echt Verarsche! Okay. Immerhin haben wir die Räume hier ja alle geklärt. Das ist echt ein Witz. Boah, ich hasse dieses Item so sehr, ne? Mann, ich hasse dieses Item so sehr. Chariot Temperance. Mann, gib mir doch einfach so ein Scheiß, so eine Scheißkarte, die mich in die Dings bringt, ey. Oh, das ist ätzend, ey. Ja, wir werden das nicht schaffen, Leute. Tut mir leid. Wir werden das nicht schaffen. Ich bin dieses Item tiltet mich zu sehr. Dieses Item tiltet mich einfach so hart, ey. Ist einfach so ein Cancer-Item. Warte mal, da war doch ein Trinket. Hä? Ich hab's zu früh benutzt? Oh, ich hab's zu früh benutzt. Dice Shard. Na komm. Nehmen wir das mit. Hä? Oh mein Gott, ich hab's nicht gesehen. Oh Gott. Der hat mir zwei Herzen abgezogen. Boah, dieses Item, ne? Warum muss ich das bekommen? Wirklich, warum, Leute? Ich weiß nicht, wisst ihr, was mich bei diesem Item so stört, dass ich mich auf zwei Sachen konzentrieren muss, ne? Einmal die Position von mir und die Position von dem Ding. Und das macht mich einfach so, das tiltet mich einfach so hart. Jetzt kriegen wir Emperor, das ist ein Witz, oder? Das ist ein Scheißwitz. Alter, wirklich. Tears up. Ja, geilo. Isaac. Ja, totaler Mist. Ja, es ist egal, was wir machen, Leute. Wenn wir jetzt zu Hasch gehen. Wir werden Hasch nicht schaffen. Leider. Ich hoffe es aber. Selbst wenn wir Hasch schaffen, ist Volt einfach so hart. Weil ich so oft getroffen wurde von irgendeiner Scheiße. Höchstens der Book oder so könnte uns jetzt retten. Dieser komische Rasierer da, ne? Den hatte ich ja schon mal, ne? Contact Damage macht der. Na naja, komm, den nehmen wir mal mit. Aber es ist kein Orbital Block, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist auch eine Frechheit, ne? Dass man jetzt dieses Item hier kriegt. Dieses Fragezeichen-Item. Ist echt ein Scheißwitz. Ich meine, gut, können wir trotzdem mitnehmen, weil wir kriegen ja noch ein paar Bosse. Oh Gott, ey. Kriegen wir eine Damage Aura bitte? Yay, wir haben eine Damage Aura. Das bringt richtig viel. Burkano. Haben wir noch ein Trinket hier unten, was wir uns kaufen können? Nee. Alright, Leute, jetzt let's go. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, aber naja. At least we tried, oder? Oh fuck, der kann mich ja hier treffen. War ich gerade kurz retarded.
Warum achte ich... Oh, ich hasse das. Ich muss immer auf diese Scheiße... Ja, whatever. Whatever, guys. Können wir nicht schaffen heute. Tut mir leid, war ein Tilt-Run, aber Epic Feet, das tiltet mich einfach zu sehr. Das Item ist der übelste Mist. Ich mag das gar nicht. Ja, schreibt mal eure Meinung dazu rein. Ich mag den normalen Feet sogar mehr, weil du dann noch kombinieren kannst mit Magician und so. Naja, das ist halt irgendwie cooler. Und weil du halt die Bomben einfach irgendwo hinschmeißt. Den Epic Feet finde ich halt irgendwie kacke. Ich finde auch schon dieses normale, es gibt ja auch dieses Zielvisier mit dem Fadenkreuz, das finde ich zum Beispiel auch richtig kacke. Ja, dann würde ich sagen, war's auf heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein!